Einheit 13. Ich heiße Deborah James und werde Ihr direkter Kontakt zur Kommandozentrale sein. Ich sehe, Sie rüsten sich für den Hindernisparcours. Gehen Sie raus zu unserem Infiltrationsspezialisten Ringo, um loszulegen. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz richtig hinsetzen. So. Also, willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Sorry, dass gestern keine Videos erstmal kamen. Da ich nämlich bei meinem Vater bin. Und da gestern halt keine Videos machen konnte, wollte. Mit dem Linken können wir uns hier bewegen. Also jetzt, ich habe nochmal kurz das Tutorial wiederholt. Ich hoffe mal, ihr habt das Testvideo gesehen. Das lade ich gleich noch hoch. Also ich habe es noch nicht hochgeladen, aber ich lade es gleich noch hoch. Und ja, das wäre dann auch alles so. Fortfahren. Weil ich möchte es bitte so richtig haben, genau. So, dann gehen wir mal zu ihm. Ja. Okay, ich sehe gerade ein bisschen heller könnte es noch sein. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. So. Okay. Unit 13 ist, ich glaube, bis jetzt der erste Shooter oder der einzigste Shooter, der bis jetzt auf dem Markt ist für die PS Vita. Ja, das glauben wir jetzt auch voll. Ich soll einmal rüber hopsen, hier durch. So, das ist auch eigentlich sehr einfach. Es ist halt der bis jetzt der einzigste Shooter auf der Vita. Aber Call of Duty und so wird wahrscheinlich auch noch kommen. Also ich habe gehört, es sei angekündigt. Es ist eigentlich ein sehr nettes Spiel. Ich habe es mir gestern gekauft. Fand es eigentlich ganz gut. Ich habe leider keinen Online-Pass, das heißt, wir können auch nicht zusammen zocken. Den werde ich mir aber irgendwann nochmal besorgen oder so. Oder mal vom Kumpel scheren, wenn jemand jemand sich einen mal das holt. So. Wir nehmen auch direkt mal die SM5. Und besorgen uns Muni. Wir sollen jetzt hier diese Ziele treffen. So, oben sind jetzt Ziele. Und die, aber wir müssen uns erstmal nochmal Muni holen. Ah, die Position tut ein bisschen weh. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz meine Arme ausschütteln. Ah, weil die Position ganz schön weh tut. Aber ich habe jetzt hier bei meinem Vater jetzt wirklich keine bessere gefunden. Naja. Ist ja auch nur ein Video jetzt erstmal, weil ich dann die Tage eh nicht mehr da bin. Also bei meinem Vater bin. So, das wäre der erste. Das wäre der zweite. Wir nehmen aber dann
eine andere Waffe mit. Munition. Ja, dann haben wir uns jetzt Munition geholt. Hier wäre auch welche gewesen. Naja, egal. Ich benutze aber gerne so mit Zielfernrohr, weil das eigentlich ganz cool ist. Mit unten laden wir nach. Ja genau, in den nächsten Raum. Mit X können wir sprinten. Ich glaube, das haben die uns noch nicht erklärt, aber ich weiß das natürlich schon. Headshot. Wer will noch ein? So. Das wärst du. Das bist du. So. Mir ist aufgefallen von Unit 13, das ist das einzigste Vita-Spiel, was bis jetzt wirklich LP wird. Als Vita-Spiel an sich. Und jetzt setze ich mich mal, weil ich glaube, das halte ich sonst nicht mehr aus. Und warte mal, ich erhöhe mal mein Podest, wo mein Handy drauf steht. Damit das auch so funktioniert, dann müsste ich das so zurückfahren und das hier so hin tun. Ich denke mal, so dürfte das einigermaßen funktionieren. Nein, so nicht. Sorry, Leute, dass der Part bei meinem Vater ein bisschen Komplikationen auf sich hat. Aber, wie gesagt, ist nur dieser eine Part. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah ja, genau. Wir haben jetzt Granaten bekommen hier unten. Und wir sollen jetzt mit der Granate da drauf werfen. Zack. Und das Ziel hinter der Tür damit treffen. Was ich jetzt gerade nicht geschafft habe. So. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt müssen wir diesen Hindernisparcours machen. So, jetzt werden wir hier Bomben entschärfen. Indem wir hier vorgehen und die antippen. Oder hier vorne das Auswahlsymbol antippen. Gute Arbeit, Mann. Aber ich hab was vergessen. So. Wir haben die Minen dort platziert, damit sie nicht mit Shuckles reden. Ich hab sie gewarnt. Hallo, dein letzter Test ist ein vollständig simuliertes Szenario. Hack dich in diese Konsole, um in das Gebäude zu kommen. Ja, und so sieht auch das ganze Spiel an sich aus hinterher, wenn wir dann das Training absolviert haben. Gut, und jetzt beginnt der eigentliche Test. Die Herausforderungen sollen ohne Hilfe gemeistert werden. Naja, wartet mal ganz kurz. Ja, weil es funktioniert so nicht. Es tut mir wirklich leid, dass wieder mal so ein Kuddelmuddel-Part jetzt, sag ich mal, entstanden ist. Aber, wie gesagt, ist nur dieses eine Video. Ich hoffe mal, ihr verzeiht mir. Ich werde jetzt noch dieses Training zu Ende machen. Und dann, ja, dann habt ihr auch, das erste Video von einem neuen Projekt. Ah, so wollte ich das eigentlich jetzt nicht. Aber so, dann kann das jetzt losgehen. Es bringt jetzt eigentlich gar nichts, die Kamera auszuschalten. Wir wechseln aber auf die Handfeuerwaffe, weil wir damit präziser zielen können. Also finde ich jetzt, einzelne Gegner mit einem Headshot zu eliminieren, ist damit wesentlich einfacher. So. So, weiter geht's. Wie man sehen kann vielleicht, da oben die Mission geht auf Zeit. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Und
Die Kamera schlägt Alarm, aber das versuchen wir mal zu verhindern. Und jetzt müssen wir schnell. Hier war ein Checkpoint. Müssen wir schnell hier rum. Und ich war natürlich so dumm. Bin da durchgelaufen. Jetzt kommt die Penner. Zack, gemessert. Hier hingelegt. Er läuft weg, die feige Sau. Den kriege ich trotzdem. So. Dann machen wir das so. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch in den 15 Minuten. Ich habe nämlich wenig Lust, dieses Tutorial in zwei Parts zu splitten. So. Ein Headshot. Und dich kriege ich auch noch. So. Dann planten wir. Oder entschärfen. Ich weiß gerade gar nicht, was wir machen müssen. Also jetzt müssen wir raus hier. Nein, 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 nein. Naja, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Im Tutorial sterben ist schon ein bisschen. Aber die Heimkehr aus einer Mission ist ebenso wichtig wie der Einstieg. Begeben Sie sich zur Evakuierung, um den Test zu beenden. Headshot. Und dich hole ich mir auch. So, und dann würde ich mal sagen, raus! So, das war auch, wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt, das war auch das Training von dem neuen Let's Play Unit 13, Unit 13, wie ihr es auch nennen mögt. Ich war es mal wieder, euer Mr. Vita LP und ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter, wenn es euch gefallen hat oder nicht. Kennt ihr alles bestimmt und es würde mich freuen, wenn ihr meine Videos noch weiterhin sehen werdet. Ich war es dann mal wieder hier mit, also es war jetzt hier wieder mal ein Video von mir. Peace, Leute, und schaut wieder rein. Ciao.